Das Wort Menschenrechte ist für uns selbstverständlich, aber dies ist längst nicht überall so. Letztlich geht es uns, ich wiederhole es, darum, Bewusstsein, mehr Bewusstsein, gerade bei uns auch in Deutschland, zu schaffen für das, worum es geht. Nämlich um Menschen, egal aus welchem Land sie kommen. Um Menschen, deren Rechte und deren Rechtewahrung eine Aufgabe für uns Anwälte ist. Der Deutsche Anwaltverein hat mit einem eigenen Fachausschuss für juristische Fragen im Bereich Menschenrechte einen Schwerpunkt in seiner Tätigkeit gesetzt. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Dies statuiert Artikel 1, Satz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, welche heute ihren 62. Geburtstag feiert. Nur 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versuchte die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, eine Vision von einer Welt zu zeigen, so wie sie sein sollte. Die Erklärung ist mittlerweile in mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt und gehört damit zu den meist übersetzten Dokumenten dieser Welt. Fragen wurden aufgeworfen wie können wir uns für die Beachtung von Menschenrechten effektiver für unsere Mandanten einsetzen? Wofür stehen menschenrechtliche Garantien eigentlich? Wir haben es sehr begrüßt, dass wir eben gerade das Engagement für ausländische Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auch als ein Teil der eigenen Arbeit jetzt hier mehr und mehr begriffen wird, was ja auch die Nebenwirkung hat, um es mal so auszudrücken, zu begreifen, wie sensibel Menschenrechte sind, wenn man sich in die Berufssituation anderer Leute eindenken muss und auch erkennen muss, wie schnell eben etwas, was für uns alle hier normal ist, eben im Ernstfall auch unter Druck geraten ist. Die Bedeutung der anwaltlichen Tätigkeit für die Durchsetzung von Menschenrechten ist unbestritten. Dennoch ermutigte Stefan von Raumer seine Kollegen ausdrücklich, in bestimmten Fällen den Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu prüfen. Für uns Anwälte gilt immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deswegen möchte ich mir nicht gerne vom Bundesverfassungsgericht sagen lassen, dass seine Entscheidungen niemals gegen Menschenrechtskonventionsvorgaben verstoßen. Ich möchte es gerne prüfen. In vielen Fällen wird die Prüfung zum Ergebnis führen, dass das Bundesverfassungsgericht der Einschätzung recht hat. Und in einigen Fällen wird das nicht der Fall sein. Und diese Fälle sollten wir machen. Und damit leisten wir einen Beitrag zur Rechtskultur in Deutschland. Und dann entwickelt sich das deutsche Recht in die Richtung, die sich auch Herr Paap hier wünscht, dass es kaum noch Menschenrechtsverletzungen gibt. Und daran, finde ich, sollten wir als Anwälte mitwirken. Tahir Elçi ist Rechtsanwalt in der Türkei, in Diyarbakir, der Metropole der kurdischen Region in der Türkei. Aufgrund seines Einsatzes für die Rechte der Kurden und die Menschenrechte generell wurde er in den 90er Jahren selbst verhaftet und bis in die jüngste Zeit mehrfach angeklagt. Er forderte, Juristen müssten sich stets für Menschenrechte einsetzen. Wer kein guter Verteidiger der Menschenrechte sei, sei auch kein guter Jurist, so sein Fazit. Ein anderes Problem aus ihrer Praxis sprach Dr. Birgit Spieshofer an. Textilien werden in Deutschland praktisch nicht mehr produziert. Die Produktion findet vor allem in Indien, Bangladesch, Vietnam und Osteuropa statt. Die Foreign Trade Association hat aus diesem Grunde die sogenannte Business Social Compliance Initiative, abgekürzt BSCI, als Non-Profit-Organisation gestartet, die einen sogenannten Code of Conduct, das heißt Verhaltensrichtlinien, für Unternehmen entwickelt hat. Eine Vielzahl von Unternehmen in vielen Ländern sind mittlerweile entweder reguläres Mitglied oder assoziiertes Mitglied dieser BSCI geworden. In Deutschland sind es über 100 Unternehmen, die diesen Code unterzeichnet haben. Ausländische Tochterunternehmen, Zulieferer und Dienstleister müssten ebenfalls an diese Standards herangeführt werden. Sehr bewegend dann der Auftritt von Selita Gagajewa, die als Rechtsanwältin im Zentrum Frauenwürde in Grozny, der Hauptstadt Tschetscheniens, arbeitet. In dem von einer unabhängigen Nichtregierungsorganisation betriebenen Zentrum erhalten Frauen Unterstützung. Dabei geht es manchmal schlichtweg ums Überleben, um wirtschaftliche Hilfe nach dem Tod des Partners oder das Recht, nach einer Scheidung die eigenen Kinder zu behalten. Abschließendes Fazit nach dem Abend von Hartmut Kilger. Man könne die Kollegen in Tschetschenien und der Türkei nur für ihren Einsatz und ihren Mut bewundern.